So, Freunde, wir ziehen uns jetzt rein. Samra, Canada Goose, produced by Halbe Menschheit. Samra, was soll ich da, Digga, wie ich das ausspreche, weil es der Alpha-Allmann immer mit seinem Samra, mit dem gerollten R, was soll ich da großartig zu sagen? Der hat so ein krasses Potenzial, am Anfang übel abgerissen immer. Ja. Und jetzt bringt irgendwie jede Woche einen Song raus, immer nichts Besonderes, einfach. Der will halt irgendwie am laufenden Band Geld machen, so kommt es mir leider vor. Wie viele andere Rapper auch. Ja, genau. Aber der hustelt wenigstens, wenn man mal das Positive hervorheben will. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht ist es ja mal wieder geiler Rap, einfach was Gutes auf die Ohren. Wäre sehr schön. Der hat in letzter Zeit ja jetzt viel mit Bojan oder Play gemacht. Jetzt hier mal wieder alleine auf dem Track. Canada Goose klingt halt wieder direkt wie typisch Summer. Ja, genau. Also ist halt genauso das von ihm, was ich jetzt nicht so geil finde. Also Erwartungen sind jetzt nicht so hoch, bin ich jetzt ganz ehrlich. Nee, das nicht. Ja, wie gesagt, Erwartungen nicht allzu hoch. Aber ich bin gespannt, vielleicht ist es ja doch was Gutes. Ja. Wir gehen hier voreingenommen rein. Liken, abonnieren nicht vergessen. Wir freuen uns. Und jetzt geht's auch schon los, Freunde. Abfahrt. So schnell geht das Ganze. Kriegen wir gar nicht mit. Bruder am Block, meine Eisen versteckt in der Canada Goose. Hänge am Block in der 10. Etage und rauch es am Ruf. iPhone 11 in meiner Tasche, am Klingen die Straße, sie ruft. Nie wieder Sorgen um Geld, Mama, morgen haben wir genug. Bruder am Block, neuner Eisen versteckt in der Canada Goose. Hänge am Block in der 10. Etage und rauch es am Ruf. iPhone 11 in meiner Tasche, am Klingeln die Straße, sie ruft. Nie wieder Sorgen um Geld, Mama, morgen haben wir genug. Erstmal typisch Samra, erstmal ohne Beat die Hook leise und dann nochmal mit Beat Einsatz nochmal abgehen die Hook. Ja. Also mir hat's nicht gefallen. Ja, ist halt. Ich würde halt sagen, wieder nicht schlecht, auch nicht gut. Ist halt einfach normal. So ein Standardding, was man rausbringt, um Streams zu machen, genau. In meinen Augen. Keine Ahnung. Also ist für mich jetzt nichts Weltbewegendes. Ich muss auch sagen, wie er hier am Fenster performt hat, wie man ihn von hinten gesehen hat, fand ich ein bisschen cringe. Der Song ist so deep und er ist übel am Abgehen. Ja, keine Ahnung. Stimmlage hat mir jetzt auch nicht so gefallen. Ja. Übel dieses Rauchige und Autotune. An manchen Stellen auch wieder übel hochgepegelt. Keine Ahnung, Digga. Also, wir hören mal in den Part rein, aber bis jetzt. Mal schauen, was jetzt kommt. Mal schauen. Straße hat's mit mir nicht gut gemeint, dass der Pappmama jahrelang Blut geweint. Verzeih lieber Gott, denn es tut mir leid. Ob Tag oder Nacht immer Dunkelheit. Höre Satans Lache, Neuner steckt tief in der Also, ich muss sagen, gerade im Part kommt diese übel rauchige Stimmlage nicht mal schlecht. Ich finde ja gerade auch gut im Part. Also mich stört es zwar immer noch ein bisschen beim Hören, dass er irgendwie die Stimme nicht gescheit hochbekommt, aber es hat irgendwie was, ich weiß nicht. Es hat echt was, ja. Keine Ahnung. So hat's mit mir nicht gut gemeint, dass der Pappmama jahrelang Blut geweint. Verzeih lieber Gott, denn es tut mir leid, ob Tag oder Nacht immer Dunkelheit. Höre Satans Lache, Neuner steckt tief in der Canada Goose. Verbrenne mein Fluss, weil ich da draußen nur Drama hatte. Scharfe Patronen in der Prada-Jacke. Ja, ich geh den Weg hier zu Fuß. Sandra zu sein ist ein Segen und Fluch. Manchmal klappt's erst beim 10. Versuch. Aber Alhamdulillah, heute geht es uns gut. Kokoswachs in den Haaren, Mafia-Film wie in den 80er Jahren. Komme mit Blut auf der Jeans wieder. Aber Mama denkt, ich hab nichts getan. Bruder. Also ich muss sagen, der Part hat mir eigentlich gefallen. Ja. War jetzt halt lyrisch nichts Krasses. Aber Inhalt war eigentlich ganz gut. Inhalt? Fand ich eigentlich schon ganz cool. Ich habe jetzt nicht so, ehrlich gesagt, nicht so drauf geachtet, war jetzt keine Brecherlein dabei. Nein, von Lines her nicht, aber so allgemein, was er so sagt. Also ich muss sagen, die rauchige Stimme kommt auf den ruhigen Beat ganz geil. Ja, genau. Das muss man mal sagen. Safe. Aber jetzt kommt halt wieder die Hook, die mir beim ersten Mal schon nicht so zugesagt hat. Vielleicht ist es beim zweiten Mal hören besser. Also bis jetzt, ich würde sagen, überdurchschnittlich gut für Samra, aber kein krasses Ding so. Block meine Eisen versteckt in der Canada Goose. Hänge am Block in der 10. Etage und rauch es herum. iPhone 11 in meiner Tasche, am Klingen die Straße, sie ruft. Guck dieses. Ja, da hört man so hart das Autotune raus, sowas mag ich gar nicht. Ja. Ich finde es halt geil, wenn du Autotune so anwendest, dass es halt einfach nur. Das, ergänzt. Was du eh schon kannst, verbessert. Genau, genau. Dass es das ergänzt. Und nicht, wenn es so hervorsticht. Ja, genau. iPhone 11 in meiner Tasche, am Klingen die Straße, sie ruft. Nicht wieder Sorgen um... Ich muss nochmal Pause machen, das ruft, das kommt gar nicht geil, Digga. Das ist kein Hörgenuss. iPhone 11 in meiner Tasche, am Klingen die Straße, sie ruft. Nie wieder Sorgen um Geld, Mama, morgen haben wir genug.
steckt in der Kenne der Du. Glaubst du, das Bild, was kurz einblendet war, gerade war eine Anspielung an das Tupac-Album-Cover? Ja, doch. Safe, oder? Mit dem anderen Beifahrer? Ja, glaub ich auch. Schon. Das finde ich cool. So was finde ich eigentlich auch cool. Auch wenn es jetzt irgendwie, weißt, wenn der Song an sich mehr mit Tupac zu tun hätte, wäre es an sich noch cooler. Ja. Aber an sich so Anspielungen feiere ich eigentlich schon immer. Ja, mag ich auch gern. Du da am Block, meine Eisen versteckt in der Kenne der Dus. Hänge am Block in der 10. Etage und rauch es herum. iPhone 11 in meiner Tasche am Klingeln, ich fasse sie rum. Okay. Also da zuckt sich bei mir jedes Mal alles zusammen, wenn ich das höre. Das tut mir leid. Also ich muss sagen, es gibt bestimmt viele von euch, ich finde das einfach geil, um es so im Hintergrund laufen zu lassen. I don't know, beim Autofahren, beim Zocken. Sowas verstehe ich auch. Das ist an sich vom Hören her kein schlechtes Ding. Aber wie wir schon oft gesagt haben, wir sind einfach so Perfektionisten, was Musik angeht. Ja. Und einfach so Zwischendinge, so Lückenfüller, ist nicht so geil in der Playlist. Aber ist jetzt auch nicht schlecht. Also jeder, wie es will. Man muss es jetzt nicht schlechter reden, als es ich. Als es ist. Als ich. Ja, Digga, ich stotter gerade übel. Es ist arschkalt hier drin. Man muss es jetzt nicht schlechter reden, als es ist. Das ist schon ein ganz okayes Ding. Morgen haben wir genug. Laufen Lichterfelde rein. Ich bin allein und höre Engel weinen. Und wir teilen noch eine Valentine's. Wir sind Gangsters in Paradise. 100.000 unterm Holzpaket. Teufelschuppen auf dem... Ich muss sagen, die Videolocation hier ist gerade geil. Wir sind Gangsters in Paradise. 100.000 unterm Holzpaket. Teufelschuppen auf dem Goldtablett. Teure Nutten, teurer Sex. Mama weint, weil die Sohn dort vercheckt. Wir schlafen am Tag, wir machen hart. Was mir auch richtig auffällt, die Reime sind halt einfach schlecht. Ja, aber ist das ja. Also, klar, ich erwarte jetzt nichts anderes. Ja. Hier, was man auch schon so oft gesehen hat, die Goldplatten halten. Ja. Wie oft hat man sowas schon gesehen im Videos, wie die Goldplatten geflext werden? Sehr oft. Wenn man so einmal macht in so einem Song, wo man über seine Legacy erzählt, da finde cool, aber einfach so random, was so nichts mit dem Song zu tun hat, finde ich immer ein bisschen weirder Flex einfach. Ja, wenn das heißt. 100.000 unterm Holzpaket, Teufelschuppen auf dem Goldtablett, teure Nutten, teurer Sex, Mama weint, weil die Sohn dort vercheckt. Wir schlafen am Tag, wir machen Haram, wir kiffen nur Gras, wir denken nicht nach. Wir hängen in den Parks mit Jackie im Glas und rappen wie Stars. Alles ist dunkel und grau. Die Taschen voll Packs, lieber Gott, hol uns sie raus. Bruder am Block, neun Eisen versteckt in der Kenne der Guss. Hänge am Block in der 10. Etage und rauch es herum. iPhone 11 in meiner Tasche am Klingen nicht. Was auch hier wichtig war, die Versace Goldkette. Ja, aber warum liegt das im Boden? Also hätte er diese komischen Autotune-Geheuldinger gelassen, wäre es echt ganz gut gewesen. Dann würde es klar gehen. Also ich muss sagen, die Parts mit der Raucherstimme, die kommen schon ganz geil. Das hat was, ja, safe. Mhm. Aber halt wirklich das Rumgeheule, das... Macht es ein bisschen kaputt einfach. Leider, ja. Weil da zuckt bei mir sich alles zusammen, wenn ich das höre. Nie wieder Sorgen um Geld, Mama, morgen haben wir genug. Am Block, neun Eisen versteckt in der Kenne der Dus. Hänge am Block in der 10. Etage und rauch es herum. iPhone 11 in meiner Tasche am Klingeln, ich fasse sie rum. Nie wieder Sorgen um Geld, Mama, morgen haben wir genug. Also was ich sagen muss, Video mit dem Wiederbeleben finde ich eine ganz coole Idee. Ja. An sich fand ich den Song jetzt nicht schlecht, aber manche Stellen hätte man rauslassen können und ich finde es von Samra halt einfach geiler, wenn er seine voll in die Fresse Bretter kickt, was halt einfach purer Rap ist, aber das ist halt einfach Geschmackssache. Gibt bestimmt viele von euch da draußen, die das Ding geil finden. Ist eure Sache, Digga. Wenn ihr das nice findet, dann hört es euch an. Sagt uns jetzt musikalisch einfach geschmacklich nicht so zu, keine Ahnung. Aber schlecht war es jetzt auch nicht, also man muss nicht übertreiben. Nee, muss man nicht. Muss man nie. Muss man nicht. Chillt mal. Keine Liste. Wir wachsen in den Gassen auf zwischen Wolkenkratzern. Doch sind stolz, als wäre die Straße hier mit Gold geflossen. So was will ich hören. Wir berühren Elben, Wolken, Sterne. Aber bis zum Himmel kommst du nicht mit Tankreserve. Der Teufel lacht, weil heute Nacht im Ghetto wieder jemand heute macht. So was sind mir geil. Was war das? Keine Ahnung. Aber das fand ich gerade... Oh, was ist das denn, YouTube? Leute... Hört euch das Ding an, wenn es euch gefallen hat, lasst Support bei Samra da, auch wenn der nicht so die Überbretter kickt. Der hustelt gut durch, das muss man sagen. Der bringt regelmäßig neue Songs, wenn euch die Reaction gefallen hat. Wenn ihr das unterstützt,
dass wir hier nicht bei jedem Rapper am Blasen sind, sondern einfach straight unsere Meinung sagen, dann folgt uns. Dann seht ihr uns bestimmt doch mal in den Trends. Das wäre schon schön, Alter. Das wäre halt wirklich wild. Bring mal das Video hier in die Trends, okay? Einfach so. Stell dir mal vor, einfach Alter, so. Stell dir mal vor. Ja. Gerne Like und Abo dalassen, da freuen wir uns. Wir kriegen jeden einzelnen neuen mit, der hier dazukommt, weil wir eben noch ziemlich klein sind. Lasst es euch gut gehen. Lasst Support und Liebe da bei uns, bei Samra. Wir wollen hier keinem was Böses. Samra ist in Real Life bestimmt ein korrekter Mensch, das wollen wir nicht abstreiten. Kommt jetzt übel random. Irgendwie schon, ja. Der hat eigentlich schon alles gesagt hier. Samra ist eigentlich ein guter Mensch in Real Life bestimmt. Samra, ich küsse doch dein Herz. Aber genau. Was ich von Samra weiß, der guckt sich Reactions und so auch an und der ist da relativ offen für Kritik, ja. Das finde ich cool. Also der sperrt auch nichts oder macht da irgendwie Fitner, sondern der ist cool damit. Sowas also finde ich ganz sympathisch. Wenn du dieses Video hier schaust, lass Liebe da, wir würden uns freuen. Oh ja, kommentier mal. Boah, einfach so für den Flex. Das wäre wild. Und repost uns mal in deiner Story. Ja, ja. Hat Twin schon gemacht. Haben uns sehr gefreut. Ja, nimm den Beispiel. Genau. Dann sehen wir uns bald mal wieder bei Samra vielleicht. Bestimmt. Bestimmt. Ja. Nächste Woche. Genau. Spätestens nächste Woche. Und? Achso, nein, mal nochmal. Ich hab voll verkackt. Ich hab voll verkackt. Und? Ciao. Da waren so drei Versuche, wenn du was von Ciao sagst.